Ein wunderschönes Willkommen zu einem sehr besonderen Boss. Und damit zu Clicker Hero 77. Kommt der jetzt nochmal? Oder? Ne, es kommt ein anderer. Na gut, können wir wieder weiter klicken. Ja, Clicker Hero Folge 77. Man merkt, ich habe ein bisschen ein kleines bisschen aufgeholt. Und ich habe ein bisschen über Nacht mal ein bisschen idlen lassen und ein bisschen die Monster wieder hochleveln lassen. Hier, also automatisch. Weswegen die bei dir auch so absolut überpowered levelt sind, weil ich hatte einfach auf den beiden hier meine beiden Autoklicker drauf, ne? Und hab die Nacht durch geidelt. Ja. Daher diese hohen Level. Bin daher mittlerweile in der Lage, ne, auf Orchid und zu Dingsterbumstern, also hier, ne, sie jetzt noch zu leveln. Spiel ist so gerade wieder aktiv. Heißt also eine Hand hier auf Level-Button, eine Hand aufs Spielfeld und dann unsere kritischen Treffer. Der Balken bewegt sich einfach gar nicht mehr, aber mit dem kritischen Treffer einfach mehr als die Hälfte. Das ist einfach so krank. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir es vielleicht sogar noch schaffen, Ligi zu holen. Das müsste eigentlich fast hinkommen. So, den Boss sollten wir auch schaffen. Also, ich kann ja mal ein bisschen nachhelfen. Ja, man merkt, dass wir mittlerweile fast 40 Sekunden Zeit haben, oder ich glaube sogar etwas mehr als 40 Sekunden, um einen Boss zu erledigen. Ich weiß gerade gar nicht, worauf der Timer eingestellt ist, aber glaube, waren irgendwie 43 Sekunden oder sowas, hatte ich letztens geguckt. Ja, na ja, okay, 42, 43 Sekunden, ungefähr so in dem Dreh. So. Ja. Ich hab's tatsächlich geschafft, also gestern Abend den einen Söldner, den ich hatte, habe ich natürlich auch wieder auf eine Mission geschickt, noch einen Söldner zu holen. Und jetzt hatte ich wieder zwei Söldner, die jeweils noch einen Söldner holen. Die sind tatsächlich heute früh endlich mal fertig geworden, ohne dass einer gestorben ist. Das heißt, ich hatte tatsächlich vier Söldner, ne? Ja, einer von denen holt den fünften Söldner und die anderen drei machen hier wieder, ich hoffe, sinnvolle Missionen. Das hier bringt ein bisschen was. Ja, und hört doch schon auf mit sinnvollen Missionen. Ah, gut. So. Dann können wir nämlich alsbald anfangen, hier sie hier anzustreben. 9E14. Naja, mal gucken. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen rumspielen, ne? Also wir machen einfach mal 1-2. Sieben, acht, drei, vier, fünf, sechs. Einfach mal die Sau rauslassen. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Na, auf 9E14 schaffen wir definitiv nicht. So. Oh, Alter, 30.000 pro Boss. Na gut, okay, wir sind doch schon wieder levelt, ja. In einem Level, das gut tut. So, dann haben wir natürlich auch wieder hoffenweise Guilds. Okay, hoffenweise nicht, gerade mal 10 Stück oder so. 11, ne? Open All. So, hat Lili. Ja, doch, Lili habe ich auch schon welche gegeben. Sehr schön. Unsere kleine Barbie. Come on, Barbie, let's go party. So. Ja, auf sie hier vorzubereiten bringt doch gar nichts. Ich meine, wir haben nicht mal Lili erreicht. Von daher. Würde die nächste zu gilden erstmal so nichts bringen. Oh ja, langsam. Langsam merkt man, wie die Levels uns überrumpeln. Ich meine, wir könnten es schaffen, wenn wir sie holen könnten, aber der Unterschied ist noch zu groß und da wir hier keine gescheite Mission bekommen, können wir darüber auch nicht rankommen. Das heißt, ich mache tatsächlich noch mal eine Ascension schweren Herzens? Fragezeichen. Ja, doch, mache ich am besten. Und dann gucken wir mal. Achso, wir können einmal hier rauflassen.
Habe ich hier zwei Autoklicker. Dann kann ich nämlich per Hand noch mal ein bisschen. Selbst 10 Level sind schon zu teuer, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Das hier gefällt mir nicht. Puh. Tja, ich habe auch schon direkt nach dem Aufstehen wieder angefangen aktiv zu spielen, aber halt eben mehr als 12.000, ne? Ist halt in der kurzen Zeit nicht machbar. Hab nämlich tatsächlich relativ lange geschlafen, bin erst, also es ist jetzt schon fast, also jetzt gerade schon fast vor 9. Und ich bin aber auch tatsächlich erst 8:30 irgendwie so aufgestanden. Einfach aus dem Grund, weil ich gestern Abend ein bisschen gepumpt gemacht habe. Nicht nur wegen dem Spiel, nee, das Spiel war einfach nur nebenbei, ne? Also ich bleibe jetzt nicht extra lange wach, um jedes Spiel zu spielen, sondern ich spiele das Spiel, wenn ich so schon länger wach bleibe. Und zwar, weil ich gestern einen neuen Anime geguckt habe. Und der war so schön, cool, geil, dass ich da tatsächlich ja, gesagt habe, komm, ich will noch nicht ins Bett, ich will noch weiter gucken. Für alle die nicht wissen, also ja, also ich guck Recreator. Mit S hinten drin oder ohne S? Recreators mit S. Da. Ja, der Punkt hier in der Mitte sollte eigentlich ein Doppelpunkt sein, aber man kennt ja das Ganze, ne? Dank Windows. Danke dafür. Können im Datei noch keine Doppelpunkte vorhanden sein, also muss Recreators halt hier nicht mit Doppelpunkt, sondern mit Punkt geschrieben werden, obwohl der Anime-Name eigentlich mit Doppelpunkt geschrieben wird. Also so ähnliche Chose wie mit ReZero oder so. Ja, hier halt Recreators, hat doch mit ReZero nichts zu tun. Und das ist halt ein schicker Anime, ein echt geiler Anime sogar. Ja, und den habe ich mir da gestern geguckt. Ist leider nicht in Deutsch, sondern wieder wie viele gute Animes leider in Japanisch mit deutschen Untertiteln nur verfügbar. Na gut. Hat aber für mich natürlich den Vorteil, dass ich ihn dafür ganz legal downloaden kann. Ne? Ich meine, ich habe zwar auch gerne die Blu-ray bei mir im Schrank, aber Blu-ray im Schrank haben kann man halt nur von Animes, die es hier auch in Deutschland zu kaufen gibt. Und Animes, die es natürlich gibt, ne, die kann ich auch getrost downloaden. Also, ja. So. Ah, wir haben noch 4E14. Schaffen wir das noch? Schaffen wir. Ach nee, okay, 9,7, also knapp 5E14. Aber wir könnten es tatsächlich schaffen. Ach, das ist doch so teuer hier. Das ist doch. Ah. Ich brauche noch 6 Level, um ihn nochmal zu boostern. Oder um sie nochmal zu boostern. So, was haben wir hier mittlerweile? Plus 3. Ah ja, jetzt geht es mittlerweile relativ. Also, geht quasi genauso schnell weiter, wie es aufgehört hatte. Nein, nicht sogar noch schneller, weil wir jetzt natürlich durch die höheren Level hier schneller vorankommen. Wobei, drei Ascension Souls in 2 Tagen, weil die Transition geht ja schon mittlerweile mehr als 2 Tage. Oder jetzt genau 2 Tage. Von daher ist das tatsächlich ein Wert, den wir davor auch ungefähr hatten. Ja. So. Da kommen wir noch einmal rein hier. Vielleicht kommt der Boss. Was schön ist, wenn der Boss wiederkommt, haben wir wieder die Dinger hier zur Verfügung. Können wir noch mal ein bisschen Damage machen. Ich weiß nicht, ob es beim Boss reicht. Obwohl der Balken geht relativ. Obwohl doch, der geht. Ja, alles gut, alles gut. So, ansonsten haben wir mittlerweile 2 Millionen Hero Souls. Wir können also ganz ehrlich mal ein bisschen gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen was raufschäveln. Und das sieht tatsächlich ganz gut aus. Ich weiß nur, also wir haben 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, genau. Wir haben 5 aktive, die preiswert sind. Wenn ich die alle auf Level 1000 hieven sollte,
Wie teuer wäre das? 1000 Level würden 1E6 kosten. Sieht also tatsächlich gut aus, dass wir alle schaffen würden, um 500 Level zu erreichen. Das Problem ist, danach dürfte dann unser Konto auch leer sein. Es ist also zwar an sich machbar, aber nicht intelligent. Oh ja. Den Boss schaffen wir schon nicht mehr. Lol. Lol. Es ist aber tatsächlich nicht intelligent, weil wir danach unsere gesamten Heroes Hold Bonus verlieren. Und der ist auch nicht so zu verachten. Das heißt, wir konzentrieren uns entweder erstmal nur auf ein paar, die wir hier jetzt gerade mal hochskillen, oder wir lassen es erstmal komplett sein. Die Frage ist, wenn wir ein paar machen, welche machen wir dann? Gold? Naja, bringt eher so semi viel. Gilded Damage Bonus. Das könnte tatsächlich was bringen, das zu verdoppeln. Und dann vielleicht noch die Critical Damage. Den zu verdoppeln. Die beide wären so meine, gerade meine Favoriten. Das heißt, wir verdoppeln praktisch unseren Damage zweimal, also vervierfachen ihn quasi, um dafür bei dem Hero Soul Bonus danach dann nur noch die Hälfte zu haben, knapp. Macht das Sinn? Ich weiß ja nicht. Ich lasse es erstmal. Hä? Warum haben wir wieder 8E12? Achso, weil ich ja, weil ich Level gekotzt habe. Ja, komm, wir senden einfach nochmal. Das ist mir hier. Nee. Nee, das muss ja nicht sein. Dass wir hier so. Nee. Das ist nicht gut. Wie gesagt, ich bin lieber eher der Typ, der ein paar Mal ascendet, statt hier ein paar Mal zurück zu werden. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. So, haben wir das ja jetzt noch weniger als die Hälfte der Hero Souls. Haben aber dafür alles jeweils verdoppelt, was so wichtig ist, ne? Ich könnte auch ganz ehrlich nochmal versuchen, hier mit ein bisschen Idlen zu idlen. Das heißt, wir. Ach komm, Alter, ernsthaft jetzt? Das heißt, wir versuchen tatsächlich. Ist das eine gute Idee? Ich meine, mit den Idlen komme ich tatsächlich schon relativ weit. Dann machen wir das mal. Es wird leider auch extrem schnell teuer. Ich mache die mal einfach ein bisschen stückelweise, weil ich will definitiv nicht unter einem Million Hero Souls kommen. Und das komme ich hier tatsächlich relativ schnell, wie es aussieht. So, Level 800, Level 800. Oh, und damit komme ich doch schon unter. Aber doch klar. Fuck, ich hasse dich. Na gut, okay. So, kannst du mal bitte wieder weggehen. Dankeschön. Damit ich möglichst schnell in den Idle-Modus komme. So, dann Idle wird nämlich erstmal wieder hoch. Das geht hoffentlich schneller. So, la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 . Danke, danke. Yay. So. Da ist jetzt wieder ein bisschen warten. Wir kommen in Wartenberg. Digga, wenn man extra auf diesen Idle wartet, dann dauert diese Minute immer gefühlt so ewig. Ach Gott, keiner mag mich. Na gut, was soll's. Mal her damit. Kann nicht schaden. Wo?
Alter, ja, die Goldkiste, die bringt mittlerweile gar. Ach so, weil ich im Eile jetzt bin. Okay. Wollte krass sagen. Gleich 4 Stück mit einmal. Muss ja eine gute Goldkiste gewesen sein. Aber ja. Wenn natürlich auch gerade der Idle-Bonus einsetzt, dann ist das natürlich vertretbar, dass das so ist, wie es ist. Oh, mein CPU-Kühler turnt wieder auf. Habt ihr gerade eine 54 Grad CPU-Temperatur? Ich verstehe, mein CPU läuft da nicht. Also, mein CPU-Lüfter, also das BIOS. Das hat so ein ganz blödes CPU-Management. Sobald es ein bisschen über 50 Grad kommt, dreht der Lüfter gleich sofort komplett auf. Das ist. Man kann es aber auch leider nicht deaktivieren. Das einzige wäre halt manuell über Linux direkt die CPU-Steuerung zu machen, aber das mag ich immer nicht so. Weil ich persönlich bin halt einer, ne, so Hardware-relevante, also grundlegende Hardware-Sachen, also CPU-Spannungssteuerung, Lüftersteuerung, also Sachen, die für die Hardware wichtig sind, sollte auch die Hardware selber lösen. Also das Mainboard selber lösen. Von daher. Wobei mich das einmal sogar schon so genervt hat, dass ich über Linux gesagt habe, Lüfter, gib bitte einfach mal komplett aus für so lange, wie du mich nervst. Ja. Er hatte zwar auch eine CPU-Temperatur von weit über 80 Grad, aber hat er funktioniert. Ich meine, die Schmerztemperatur von CPUs liegt ja sowieso erst weit hinter 100 Grad. Also, ich sag mal so, ne, sogar so ganz kritische Temperatur, die man sich so halten kann, das gilt natürlich nicht für alle CPUs, aber für die meisten sind so 100, 110, 115 Grad. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Von daher waren die 80 Grad da bei weitem ein Witz. Wobei mittlerweile tatsächlich sogar GPUs, oder nicht mittlerweile, aber gerade frühere GPUs waren sogar noch unempfindlicher in Bezug auf Wärme. Also bei GPUs, da konntest du sogar weit über 100 Grad kommen, ohne dass die irgendwie instabil wurden. Aber CPUs, die haben halt eher so schon, ja, die können halt auch über 100 Grad, aber nicht so viel über 100 Grad. Sag ich jetzt mal. Aber gut. Nicht, dass ich euch einfach alle empfehle, hier eure CPU-Kühler abzubauen und dann, ja, da könnt ihr erlauben. Ich meine, heutigen CPUs kann man eh nicht mehr wehtun, weil die haben alle so kranke Abschaltungen. Das ist. Selbst wenn du CPUs mittlerweile komplett ohne Kühler betreibst, passiert in den CPUs einfach gar nichts. Außer dass sie sich halt abschalten, klar. So, wieder ein paar Söldner hier. Mal gucken, was. Ja, ein paar. Get nothing. Ja, schon klar, verstehen schon. Ach, schon. So. Da habe ich schon wieder Frost lief. Yay! Hardcore, ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir. So, dann haben wir gleich wieder Level 100 geschafft. Ah, mittlerweile haben wir sogar schon fast 2/3 der aller Achievements. Bietet 1600. Das ist quasi unser nächster Anhaltspunkt. Praktisch unseren alten Stand von 1700 noch was zu überbieten. Und mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja in dem Let's Play sogar hier bis, ne, Level 3600 zu kommen. Müssen wir mal gucken. Was ist das denn hier?
Okay. Hatte was hier mit unseren Söldnern zu tun gehabt, kann das sein? Oder war das Monster, das wir hier erledigt haben? Nee. Müsste es Söldner gewesen sein. Hatten wir mal irgendwann mal einen Söldner gehabt, der nice war? Also hier, besonderen Söldner. Interessant. Na, was soll's. So, dann gehen wir mal aus dem 100er Bereich raus und setzen direkt alle Karten auf Frostleaf. Ganz easy, geil. Okay, damit haben wir Frostleaf auch wieder mal ran. Und den nächsten Autoklicker setzen wir schon mal hier auf Dreadnought. Ich sagte auf Dreadnought. Danke. Ist doch genau so, habe ich das gestern Abend gestartet, ne? Und dann hat halt die ganze Nacht so durchgeeidelt und dementsprechend waren halt schon die beiden, die ich ausgewählt hatte, dann halt entsprechend weit in den Leveln. Wie viele Rubine haben wir eigentlich schon? 77, ne? Jo, geht ja. Geht ja. Geht ja, geht ja. Noch eine halbe Million, und da war schon, der hätten wir schon wieder vier Transcension Souls. Ascension Souls. Nice, nice. So, dann würde ich mal sagen, ja, dann sehen wir uns tatsächlich zur nächsten Runde wieder. Genau. Oh, jetzt habe ich drauf geklickt. Jetzt ist der Eitelbonus weg. Ach nee, weil ich das Ding aktiviert habe, wahrscheinlich. Weil hier, egal was man hier drückt, alles aktiviert den Eitel. Ist ja sowas von behindert, aber gut. Na gut, okay. Wir haben einfach so overpowered Kräfte, dass wir halt komplett halt die ersten Level sowieso komplett ohne überhaupt irgendwas schaffen könnten. Von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns denn zu Klickerhios 78, also nächste Folge dann wieder. Und dann heißt es jetzt erstmal Schau mit V. Und ich nehme jetzt erstmal Doom Eternal auf. Ja.